Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar habe ich wieder Bock auf FIFA 16. Ja, ihr hört richtig, FIFA 16 ist auf meinem Kanal wieder am Start. Ich hatte lange Zeit keinen Bock auf FIFA 16, weil ich einfach FIFA 16 so vom Gameplay her nicht wirklich schätze und es mir lange Zeit keinen Spaß gemacht hat. Und jetzt habe ich wieder Bock auf den Karrieremodus. Ich habe Bock, wieder eine neue Karriere zu starten. Ich habe zuvor eine BVB-Karriere begonnen, die leider am Ende dann abgebrochen bzw. pausiert werden musste. Wir müssen dann auch im Laufe dieses Projekts hier mal überlegen, ob wir die BVB-Karriere weitermachen. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, die Karriere wurde pausiert, weil ich leider ein bisschen die Aufnahmen verkackt habe. Es wurde aufgenommen, aber es wurde irgendwie nichts gespeichert. Auch die Tonspur war im Arsch und deswegen habe ich es pausiert, weil ich keinen Bock hatte, das alles nochmal neu zu spielen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir jetzt eine neue Karriere starten, und zwar mit Paris Saint-Germain. Der Vorstand hat mich nämlich angesprochen und ist unzufrieden über die letzten Jahre gewesen. Es wurden viele, viele Spieler gekauft, es wurde viel Geld ausgegeben und der Erfolg war eher geht so. Zwar wurde die französische Liga regelmäßig gerockt, aber in der Champions League ist nichts wirklich bei rausgekommen. Und wir haben jetzt die Aufgabe, Paris Saint-Germain zu neuen Höhen zu verhelfen. Wir sollen die Mannschaft gehörig umkrempeln und Ibrahimovic das letzte schöne Jahr bescheren. Er wird nur noch ein Jahr bei uns spielen. Und er soll auf jeden Fall erstmal der Aufhänger dieses neuen Teams sein. Und wir wollen mit ihm, um ihn herum, wollen wir ein neues Team bauen, was besonders irgendwie französisch werden soll. Es sollen viele, viele Stars eingekauft werden. Es sollen Franzosen eingekauft werden. Paris Saint-Germain soll wieder diese französische Mannschaft werden, die das ganze Volk will. Und das werden wir machen. Ich werde im Laufe des Let's Plays, des Projekts hier, des Karrieremodus, werde ich hin und wieder mal über die neue YouTube-Funktion, über Umfragen und so weiter, eure Meinung austesten. Also es wird immer mal wieder ein Pop-up aufkommen, wo ihr dann abstimmen könnt, zum Beispiel, wer spielt, beziehungsweise wer soll transferiert werden, wer soll verkauft werden, wer soll gekauft werden und so weiter und so fort. Dann könnt ihr auf jeden Fall interaktiv dieses Let's Play mitgestalten. Und hier seht ihr die Einstellung. Ich mache erstmal auf Weltklasse, mal gucken, was da so geht. Halbzeitlänge 6 Minuten und ansonsten seht ihr es schon, europäischer Wettbewerb in erster Saison. Genutzte Teams, aktuelle herunterladen und erstes Transferfenster im Sommer deaktivieren, ist auf aus. Wir können also transferieren, wir können also Spieler kaufen und das werden wir auch, glaube ich, zu Genüge nutzen. So, wir heißen natürlich wie gewohnt Marcel Gamero. Wir hatten schon eine bewegte Karriere hinter uns mit dem BVB, 5 Folgen oder so, 7 Folgen, glaube ich. Eventuell werden wir die BVB-Karriere auch noch weiterführen. Also wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es in die Kommentare, dass wir auch die BVB-Karriere weiterführen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Zeit, also von daher können wir das definitiv machen. Hier werde ich auch immer mal wieder ein paar Folgen vorher aufnehmen. Ich bin, glaube ich, regulär, damit da überhaupt keine Probleme kommen. Geplant ist auf jeden Fall, dass wir alle 2 Tage eine neue Folge rausbringen. Also richtet euch darauf ein, dass wir das auf jeden Fall machen. Ich lese das hier mal nicht vor, das ist ja immer der gleiche Quatsch. Gamero, der neue PSG-Boss, auf dem Prüfstand. Überraschend wurde bekannt gegeben, dass wir der neue Trainer sind. Noch keine Erfahrung und so weiter, außer beim BVB natürlich. Und wir sollen PSG so richtig umkrempeln und so richtig was zeigen, was wir so drauf haben und ein neues Team formen. Am besten natürlich Franzosen, 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 Franzosen. Und da habe ich schon einige Ideen, wen man verpflichten könnte. Der erste Name, der einem da natürlich einfällt, ist Pogba. Aber auch sonst sollen sehr, sehr viele Stars verpflichtet werden. Also es müssen nicht nur Franzosen sein, ein Neymar wäre natürlich immer eine Alternative und wir werden uns da auch ein bisschen an die Realität anlehnen. Wir werden gucken, an wen ist PSG aktuell interessiert und an denen sind wir dann natürlich auch interessiert. Also da werden wir eventuell ein bisschen
was vergleichen und auch eventuell ja, ein bisschen was nachmachen, was PSG in der Realität eben auch macht. Saisonvorbereitung, Turniereinladung, Glückwunsch Marcel Gamero. PSG wurde zu einem Vorbereitungsturnier eingeladen. Das ist eine großartige Möglichkeit, die Spieler kennenzulernen, mit verschiedenen Taktiken zu experimentieren und das Team auf die Saison einzustimmen. Nicht zu vergessen das Preisgeld für ein gutes Abschneiden. Weiter zur Einladung. Wir gucken uns die Einladung an. Wir können hier auf jeden Fall eine Menge verdienen. 10,5 Millionen bei dem ersten, 11 Millionen bei dem zweiten und 12 Millionen bei dem dritten. Der Unterschied ist nicht so krass, also können wir jetzt erstmal schauen, wie sehen denn die Mannschaften aus. Und ich habe mich, glaube ich, schon ein bisschen entschieden. So, damit wir erstmal die Mannschaft kennenlernen, wären, glaube ich, einfache Gegner besser. Auf die 1,5 Millionen können wir dann, ganz ehrlich, auch verzichten. Und hier hätten wir Blue Wings, ZSKA Moskau, ich glaube, das andere ist Sevilla, ich glaube Sevilla, Al-Nassr, PSV Eindhoven, Seoul und Hertha BSC Berlin, ich denke mal, das machen wir. Hier ist Sydney, Valencia, Real Madrid, Bayern, Dortmund, das ist schon ein ganz anderes Kaliber. Hier sehen wir Barcelona, Atletico, Juventus, Manchester City. Ich denke mal, wir machen erstmal Champions Trophy. Ich denke mal, das kriegen wir so hin. So, hier sind wir im Hauptmenü. Ich glaube, in dieser Folge werden wir uns erstmal darum kümmern, wie denn unser Team aussieht, wen wir verkaufen könnten. Wer nicht so wichtig ist, schauen wir mal. Ibrahimovic wird übrigens nicht verkauft. Er soll auf jeden Fall ein Jahr noch bei uns bleiben. Dann kann er weiterziehen, wie er es möchte. Und gucken wir uns erstmal hier die Nachrichten an. Ligaziel, deine Verbindung zu den EA-Servern wurde unterbrochen. Schon wieder. Ich verstehe es nicht, was hier aktuell los ist. Ich verbinde mich mal nochmal neu. Das ist ganz komisch. Ja, okay. Irgendwie gibt es hier Probleme, ich weiß nicht warum. Naja, sehr geehrter Herr Gamero, der Vorstand hofft auf eine erfolgreiche Saison und ist gespannt darauf, wie Sie mit Ihrer Führungsstärke und Entschlossenheit das Beste aus dem Team herausholen werden. Wir werden Sie hauptsächlich an Ihrem Erfolg in der Liga messen. Als Ligasaisonziel haben wir Folgendes festgelegt. Ligameister werden. Das soll unser Ziel sein. Sollte dieses Ziel möglicherweise auch über einen Pokalwettbewerb erreichbar sein? Nein, ist es nicht. Das Ligaziel jedoch verfehlt werden könnte, das nicht genügen, um unsere Kriterien zu erfüllen. Okay. Ich stelle mich mal vor, Hier können wir die Scouts sehen. Wir haben insgesamt 5 Scouts, die wir losschicken können. Erster Scout-Bericht ist da, mal gucken, was die uns so anbieten. Malcolm mittendrin ist am Start. Die anderen sehen jetzt nicht so interessant aus, okay. Das globale Netzwerk, Scouting-Aufträge anzeigen, das haben wir uns, glaube ich, jede Position vielversprechend, jede Position. Machen wir mal einen neuen Auftrag und zwar eigentlich auch jede Position, oder? Attribute. Eigentlich, ja, wir müssen sowieso erstmal schauen, was wir denn alles suchen, bevor wir jetzt einen neuen Auftrag machen. Das macht ja keinen Sinn. So, wichtige Infos zum Transfermarkt. Transfermarkt ist jetzt offen, auch gut. Pokalziel national. Wir sollen den Pokalsieg schaffen, natürlich. Und ja, gucken wir uns mal Champions Trophy an. Uns ist bewusst, dass Trainerstab und Spieler eine lange und kräftezehrende Saison hinter sich haben. Deswegen schätzen wir es umso mehr, dass sie die Champions Trophy Teilnahme bestätigt haben. Diesmal ja Korea, Republik und das Gastland. Dieser Wettbewerb stellt eine großartige Möglichkeit für sie dar vor Saison, bla bla bla. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal ein wenig die Mannschaft an. Ich glaube, jeder von uns kennt die Mannschaft. Ich mache das mal über einen Teambericht. Kevin Trapp im Tor. Wir haben nur einen Torwart. Also das wäre vielleicht dann eine Option, dass wir da nachlegen. Ansonsten sehe ich gerade, haben wir wirklich nur... Nee, wollte schon sagen. Wir haben nicht einen Torwart. Wir haben nämlich auch noch Sirigu. Okay. Wir gucken uns einfach mal die Mannschaft an. Er ist kürzlich für 30 Millionen von Frankfurt gekommen. Ah, alles klar. So, Sirigu, 28 Jahre alter Torwart, hat einen guten Wert. Könnte man tatsächlich drüber nachdenken, ihn zu verkaufen, aber so ein zweiter Torwart ist gar nicht mal so schlecht. Duché, ganz ehrlich, er ist 35 Jahre alt, hat noch 2,4 Millionen Wert. Ich glaube, den bieten wir direkt schon mal an. Ich denke mal, den bieten wir direkt schon mal an. Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Den können wir direkt schon mal anbieten. Hier ist ein ausgeliehener
Torwart Areola, 79 Gesamtstärke, 22 Jahre alt, ist Torwart, 13 Millionen wert, ist ausgeliehen an Villarreal, kann auch so bleiben, denke ich mal, wir brauchen den jetzt erstmal nicht und vielleicht kommt er ja stärker wieder, man weiß es nicht. Serge Aurier ist unser rechter Verteidiger, genauso wie Gregory van der Wiel, 22 Jahre alt und van der Wiel ist 27 Jahre alt. Bei ihm könnte man vielleicht mal überlegen, ob wir ihn eventuell verkaufen. Ich denke aber trotzdem erstmal, Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Ich denke, wir geben ihm erstmal einen neuen Vertrag noch. Ich denke mal, das macht Sinn, weil dann können wir ihn teurer verkaufen. Und vielleicht brauchen wir ihn ja doch noch und nicht, dass er dann irgendwie ablösefrei dann abhaut. Das wäre natürlich eine Katastrophe. 2 Jahre möchte er bleiben, 110.000 möchte er verdienen. Das ist für mich in Ordnung. Das ist für mich absolut in Ordnung. So, als Jugendspieler haben wir Alec Georgen und Jordan Ikoko, der ausgeliehen ist an RC Lens. So, jetzt kommen wir zu den Innenverteidigern. Wir haben eine ganze Menge Innenverteidiger, 5 an der Zahl. Marquinhos, 21 Jahre alt, 20 Millionen wert. Müssen wir behalten. Müssen wir einfach behalten. Sieht interessant aus. Thiago Silva, 88er Gesamtstärke, kennt man ja Thiago Silva halt. 30 Jahre alt, ist langsam echt auch ein bisschen alt. Die Mannschaft von Paris, so auch unsere Aufgabe, soll nicht nur französischer werden, damit sich die Leute mit Paris identifizieren können, sondern sie soll auch jünger werden, nur dass wir da Bescheid wissen. David Luiz ist der nächste Kandidat, 83er Gesamtwertung, 28 Jahre alt. Dann hätten wir nur noch eigentlich nach diesen dreien, hätten wir nur noch Klimpembe, 19 Jahre alt, 62 Gesamtstärke, Rimane, 24 Jahre alt und 62 Gesamtstärke, können wir eigentlich beide, außer ihn verkaufen wir mal nicht, aber ihn könnten wir eigentlich theoretisch verkaufen. Den brauchen wir nicht, ganz ehrlich, den brauchen wir nicht. Ich denke mal, dass wir den einfach auf die Transferliste schon mal setzen. So, weiter geht's mit den linken Verteidigern. Maxwell haben wir am Start, 33 Jahre alt, 79 Gesamtstärke. Auch er, eigentlich geht es besser, ne? Kulsava, wir packen den auch mal auf die Transferliste. Vertrag läuft auch in 12 Monaten aus, das ist natürlich echt krank, ne? Kulsava ist gerade verpflichtet worden von AS Monaco, hat eine Gesamtstärke von 80, ist 22 Jahre alt, ist ein wirklich guter Mann für die Zukunft, kann man auf jeden Fall behalten. Ist, soweit ich weiß, auch Franzose. Müsste eigentlich Franzose sein. Ja, Frankreich, ja, perfekt. Traoré und Digne. Digne ist verliehen an AS Rom, okay. Behalten wir auf jeden Fall. Und ich denke mal, Traoré müssen wir mal gucken. Sabali haben wir noch, der verliehen ist an den FC Nantes. Gesamtstärke 71, Alter 22, können wir auch so lassen. Thiago Motta, das ist so einer, da muss ich echt nachdenken. Er ist ein wichtiger Mann für das zentrale defensive Mittelfeld, aber er wird langsam zu alt. 32 Jahre alt, ich weiß es nicht. Gucken wir mal, auch auf der Transferliste, weiter geht's. Matuidi, 28 Jahre alt, ist gerade noch so im ausreichenden Alter, würde ich sagen, ist Franzose, von daher können wir den definitiv lassen, ist ein wichtiger Mann, um ihn herum auch eine Mannschaft aufzubauen, passt. Stambouli wurde von Tottenham Hotspurs gekauft, 10,5 Millionen hat er gekostet, 24 Jahre alt, Gesamtstärke 77, sieht gut aus, machen wir. Bambok, 20 Jahre alt, ist verliehen an SD Huesca. 64 Gesamtstärke, lassen wir auch so. Genauso wie Romain Abran, der RM ist. Und wir sehen schon sehr, sehr wenig RMs. Müssen wir mal gucken, ob das so weiter bleibt. Pastore hat das gewisse Etwas. 84 Gesamtstärke, ZM, 26 Jahre alt. Ist zwar kein Franzose, aber Argentinier. ist aber ein wichtiger Spieler für uns, denke ich. Den kann man gerne behalten. Adrien Rabiot. Sehr, sehr großes Potenzial. Könnte einer der wichtigsten Spieler für uns irgendwann werden. Ist auch Franzose, wenn ich mich nicht täusche, genau. Den muss man behalten eigentlich. Den muss man auch immer mal wieder einsetzen, damit wir den ein bisschen stärken können. Marco Verratti, 22 Jahre alt, hat ein riesiges Talent, 84 Gesamtstärke ZM, muss man auch behalten. Nkunku, 17 Jahre alt, den könnte man auf die Leihliste setzen, für 2 Jahre sogar. Den brauchen wir erstmal nicht, genauso wie Caligari. Dann haben wir erstmal ein bisschen Platz geschaffen. Rolly Pereira de Sá, verliehen an Paris FC.
auch er eigentlich weg. Wir haben sehr, sehr viele ZMs, fällt mir gerade auf. Gustavo Hebling auch verliehen. Ja, irgendwie sehr, sehr viele ZMs, aber ja, bis auf Pastore, Rabiot und Verratti kann man da eigentlich gar nichts von gebrauchen. So, gehen wir zu den rechten Flügelspielern. Ja, Angel Di Maria ist natürlich einer der wichtigsten Spieler unseres Teams. 86 Gesamtstärke, rechter Flügel, 27 Jahre alt, 40,5 Millionen wert. Ist gerade erst gekommen von Manchester United. Den muss man behalten, definitiv. Lukas, 22 Jahre alt, 81er Gesamtstärke, auch er. Er hat einfach das gewisse Etwas, er ist ein wichtiger Spieler. Und auch wenn er vielleicht durch Di Maria nicht mehr so oft zum Zug kommen wird, was hat Di Maria für Positionen? RF, ZM, ZOM, ja, da können wir den dann einsetzen und dann können wir Lukas noch spielen lassen. Kriegen wir schon hin. Augustin, 69 Gesamtstärke, rechter Flügel, 18 Jahre alt, 1,3 Millionen wert. Ich glaube nicht, dass er zum Zug kommen wird, deswegen können wir ihn erstmal für ein Jahr ausleihen. Ich denke mal, das macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, unser Star, ne? Zlatan Ibrahimovic. Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Wir werden ihm noch ein Jahr gönnen, die er hier verbringen kann. Und um ihn herum werden wir das Team bauen. Und ich hoffe, dass wir so ein Team bauen, dass er dann nicht mehr wirklich vermisst wird. Aber er ist natürlich unsere Stütze, unser wichtigster Mann. Und ich denke mal, dass wir ihm trotzdem erstmal einen Vertrag anbieten. Man weiß ja nie, was so kommt, ne? Es könnte ja, vielleicht doch nochmal auf ihn ankommen. Es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn er dann doch bleiben würde. So, zusätzliche Jahre, ein Jahr geben wir ihm. Und ja, wichtiger Mann, definitiv. So, ansonsten hätten wir Edinson Cavani. Edinson Cavani, unzufrieden bei Paris Saint-Germain, kommt ja nicht an Ibrahimovic vorbei, das ist ja auch irgendwo klar. 28 Jahre alt ist der Mann. 85 Gesamtstärke, da müssen wir vielleicht überlegen. Und da wäre vielleicht die erste Frage an euch. Wollen wir Cavani verkaufen? Ihr könnt jetzt oben abstimmen. Oben ist so ein kleines i-Symbol. Klickt einfach da drauf, dann könnt ihr die Umfrage sehen. Sollen wir Cavani verkaufen? Ja oder nein? Jetzt abstimmen und dann weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ich lasse ihn jetzt erstmal drin und dann können wir ja im Laufe der nächsten Episoden können wir da mal schauen, was wir da so machen. Bahibek verliehen an AS Saint-Étienne, den können wir auch verliehen lassen. Und Ongenda zeigt großes Potenzial, ist 69 Gesamtstärke, Alter 20, Wert 1,8 Millionen, ist nicht ausgeliehen. Ich denke mal, dass wir ihn auch erstmal für ein Jahr ausleihen. Wenn er schon großes Potenzial zeigt, dann müssen wir das auch ja, nutzen. Ansonsten sehen wir schon, linker Flügel sieht eher schlecht aus, ne? Linker Flügel sieht eher schlecht aus. Wir müssen auf jeden Fall nachlegen, was den linken Flügel betrifft. Und da habe ich schon eine große Idee. Wie schon angekündigt, wäre eventuell eine Verpflichtung von Neymar oder von Hazard. Ja, eigentlich ein gutes Ziel. Und ja, gucken wir einfach mal, wie das denn alles so wird. Ich versuche mich mal wieder neu anzumelden. Irgendwie spackt das ein bisschen rum. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, so viel erstmal zum Team, zum Kader. So, jetzt bin ich wieder angemeldet. Ist nur eine Frage der Zeit, bis ich wahrscheinlich wieder rausfliege. Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz, wie wir denn unsere Aufstellung, unsere Startaufstellung erstmal machen werden. Meine Lieblingsformation ist aktuell, das kann ich euch zeigen, die 4-3-3. Und 4-3-3 offensiv. Das ist aktuell meine Lieblingsformation. Ich denke mal, die ist eigentlich herausragend auch für, ja, für Paris Saint-Germain. Lukas wird hier jetzt gerade angezeigt als rechter Flügel. Er kann auch linker Flügel spielen, sehr gut. Dann hätten wir Di Maria auf dem rechten Flügel. Eventuell könnten wir Di Maria auch als ZOM spielen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, was hat man noch? Genau, Verratti ist natürlich ein wichtiger Mann. Den packen wir mal rein. Aurier packen wir auch erstmal auf die Bank. Wir sortieren mal ein bisschen hier aus. Ja, Motta packen wir mal wieder hier hin für, denke ich mal, Stambouli. Und Maxwell darf raus. Kusawa darf rein. Und Van der Wiel ist, glaube ich, 28, wenn ich mich nicht täusche. 27 ist er. Und Marquinhos steht hier. Marquinhos wäre natürlich auch eine Idee für rechts, ne? Aber ich würde gerne mit Aurier spielen und David Luiz erstmal raus und dafür Marquinhos.
Trapp darf im Tor bleiben. Ist ja auch ein jüngerer Torwart, aber verletzungsanfällig, 24 Jahre ist er alt. So, dann hätten wir diese Mannschaft, rechte Flügel, wäre jetzt noch frei, aber für wen? Das wird dann eher schwierig. Ich denke mal, dass wir dann doch so machen. Pastore hat Hochmittel. Hochmittel. Verratti hat Hoch-Hoch. Und er müsste... Er hat auch Hoch-Hoch. Okay, Motta hat Mittel-Mittel. Schwierig, 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 schwierig. Wir hatten grundsätzlich die besseren Offensivwerte. Wir bräuchten vielleicht noch einen rechten, einen linken und einen rechten Flügel. Und vielleicht noch einen ZOM, so einen richtigen ZOM. Müssen wir mal schauen, wie wir das alles hinkriegen. Ich denke mal, so ist das erstmal in Ordnung. Gucken wir mal ganz kurz auf die Anweisungen. Vorn bleiben, in die Mitte ziehen, anbieten, Abwehr überlaufen. Ich denke mal, dass wir die alle relativ offensiv machen, natürlich zentral orientieren. Abwehr überlaufen ist, glaube ich, für ihn, nee, das machen wir ausgewogen. Er darf energisch sein und Abwehrkette unter Druck setzen. Der muss vorne bleiben, am Strafraumrand und hat alle Freiheiten. Und Matuidi bleibt hinten. Was haben wir hier? Nee, das können wir, kann energisch abfangen. Ja, und das dürfte passen. Ihn lassen wir komplett so, wie es ist. Die rechten Verteidiger, die Außenverteidiger können gerne hinten bleiben bei Angriffen. Und ja, die beiden, die dürfen, einer darf energisch abfangen, würde ich sagen. Einer darf energisch abfangen. Ich möchte mal gerne sehen. Ja, möchte ich speichern. Ich möchte mal gerne sehen, wer denn der Defensivere von den beiden ist. Da habe ich gerade keine Ahnung. Den Offensiveren werden wir dann als energisch abfangen machen. Also Mittel-Mittel und er hat Hoch-Hoch. Schwierig. Mittel-Mittel, Hoch-Hoch. Ich denke mal, dass wir dann Silva als energischen Abfanger nehmen. So. Juli, dann hätten wir das auf jeden Fall geklärt. Wir haben einiges zu tun. Wir haben einiges an Verpflichtungen zu tätigen. Und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut. Danke. Ciao. Just let me off. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Oh, wasn't tastemakers make us no